Deutschland steht derzeit in Forschung und Innovation sehr gut da, aber die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Wir müssen unser System weiterentwickeln. Wie gehen wir mit der Digitalisierung um, die ja ganz komplex ist, weil sie vom Datenschutz bis zu unendlich vielen neuen Möglichkeiten reicht? Plötzlich ist unsere Zukunft, unser Lebensstandard, unsere Gesellschaft hängt von Wissenschaft ab und hängt von Umsetzung von Wissenschaft ab. Ich glaube, was Internationalisierung der Wissenschaft anbetrifft, haben wir von Seiten des Bundes mit den Ländern vieles auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen hier an dieser Stelle viel stärker das Zusammenspiel mit der Wirtschaft. Wodurch entsteht mehr Offenheit? Durch Vertrauen, durch Kennenlernen, durch Erfahrung. Und ich glaube, dass heute schon eine gute Kooperation existiert. Aber diese muss noch wesentlich offener werden miteinander. Wir haben eine extrem solide Innovationskultur, die wir zur nächsten Stufe bringen können, indem wir immer besser die verschiedenen Schichten verzahnen, akademische Forschung mit der wirtschaftlichen Forschung verzahnen, wirklich viele Modelle von Kollaboration aufwerfen, aufbringen. Innovation kann man nicht verordnen und man sollte auch, das ist zumindest meine Sichtweise, von Seiten der Politik die Technologiefelder auch nicht vordefinieren. Das ist etwas, was sich organisch entwickelt. Was notwendig ist, sind Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, die eben genau dazu führen, dass sich diese Cluster kritischer Masse bilden, miteinander vernetzen und dass eben Top-Talente ein herausragendes Arbeitsumfeld vorfinden. Wenn es immer nur um den Output, Publikation, Zitation, Exzellenz und schnell und messbar geht, dann verlieren wir eines der Güter der Wissenschaft, nämlich wirklich in Ruhe nachzudenken und über den Tellerrand hinaus auch Experimente in andere Disziplinen hineinzutragen. Und wie schafft man es auf der einen Seite immer wieder die Erneuerungsfähigkeit, neues Wissen, neue Ideen umzusetzen, auf der anderen Seite aber auch diese Geduld zu fördern. Es gibt auch immer viele Experimente, die schief gehen. Der Innovationsdruck steigt und Innovationszyklen werden immer kürzer. Unser Innovationssystem ist dafür noch nicht ausreichend gerüstet. Und unser Anspruch muss es sein, hier in Deutschland, in dieser neuen Welt, eine Führungsrolle zu übernehmen, technologisch und wirtschaftlich. In diesem Zusammenhang denke ich auch an die voraussichtlichen Steuermehreinnahmen des Bundes von 38 Milliarden Euro bis 2019. Und die Frage, warum dieses Geld nicht, zumindest teilweise, in eine große Innovationsoffensive investieren. Das wäre aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die beste Innovation für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.